Hallo Civilization Fans, willkommen zurück zu Thomas spielt mit Venedig. Folge 6, wenn mich alles täuscht. Und wir sind drauf und dran, unsere Religion zu verbreiten. Und zwar haben wir ja Caesar schon zwei Städte abgenommen. Aber doch ein bisschen dafür gesorgt, dass er ein bisschen grantig wurde. Er hat uns auch schon denunziert. Also er tut alles, um der Bad Boy des Spiels zu werden, quasi. Gucken wir mal, ob irgendwen ihn in die Schranken weist, oder ob wir das noch tun müssen. Obwohl wir das eigentlich nicht tun wollen. In diesem Spiel mit Venedig. Bukarest, ja, da ist doch eine nächste Gegend, ich kurz schlafe hier. Wäre zumindest schön. Ja, trotzdem, ihr seht's, wir haben nur eine Stadt, wir sind aber gut unterwegs. Mit 455 Punkten, ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, klar. Kiew ist in Ehrfurcht für euch. Mhm. Oh, nochmal Ruinen, ich krieg nur keine Einheit hier rüber. Das ist ja ein ewig weiter Weg. So, hier damals hat er irgendwas. So, mal. Das war mal hier erkunden müsste. Hier vielleicht. Technologieführer. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wäre nicht Technologieführer sind. Hallo Mailand. Auch schon einer vor uns da. Auf nach. Das ist wie immer die Stadt hier heißt. In der Form. Suchen wir Makassar. Dass wir unseren Glauben, den Taoismus, ein bisschen verbreiten können. Ach, der hat schon ja mit Tribob zu tun. Ich glaube, der würde, ja, die Maschinen, dann können wir noch zum Argus-Schützen ausbilden. Oder upgraden, wie man so schön sagt auf Norddeutsch. Ach, da ist er doch. Produktion wählen. Nationalepos. Da sind wir wieder sehr gut drauf. Hafen. Weiter geht's. So. Jetzt ist es echt Stress hier. Wieder verstärken Hund. Stärke 11, 8,5. Alles klar. Die tun nämlich mehr weh. Okay, das war dann schon das Ende hier oben. Hoppala. Was ist da drin? Was ist denn so? Schon drauf. Babylon hat noch keine Religion. So klar. Euch? Ne, das war vorher. Warten wir noch ein bisschen ab, ne? Dass wir diese Verteilung nehmen. Okay. Einmal Mailand und drumherum. Antium. In einem anderen Leben habe ich all diese Städte erobert. Erfolgreich. Und das im Handstreich, muss man sagen. Diese, ich verstehe das nicht. Warum man das denn tut.
Forschung wählen. Bildungswesen, Persönlichkeit, Gestalt. Ich verstehe das mit den Barbaren nicht. Der eine ist drin, der ist befestigt. Das hat man gesehen, das ist immer dieses, wenn das Einheit sowohl so ein Schild ist, dann ist es befestigt. Ist die Einheit befestigt. Und, aber sonst tun sie nichts weiter. Sie greifen nicht an, sie sind einfach nur befestigt. So, was ist da noch mehr? Das ist ein Wahrsager. Produktion wählen in Venedig. Borobudur, wer ist das? Drei freie Missionare. Das bringt uns ja nichts. Der Hafen ist jetzt gebaut. Kassenzeit ist dann wieder ein Produkt. Leuchtturm. Und Sonne. Salz, ja klar. Das ist super Vorschlag, Mensch. Und wenn wir so viel dazu haben wollte. Oh, August Caesar ist stärker geworden. Nicht mehr mit Kiew befreundet. Oh nein! Und tschüss. Toll. Ist da jemand? So, und ihr seid jetzt da. Herstellen. Nächste Runde. Nehme ich nochmal schnell das Barbarenlager ein und dann. Move it. Mit drei Propheten könnte man einen losschicken. Und noch ein bisschen verbreitet. Und das machen wir. Ein bisschen verbreitet und der andere. Die anderen zwei jeweils die Religion verbessern. Dann müsst ihr das gut machen. Ja, der ist aufgebraucht hier. Ja, ihr bräuchte mal wieder ein paar. Große Propheten. Ja, großer Händler. Das wäre halt schon, ne, ein bisschen wie ein Traum, sozusagen. Einmal durch Bukarest durch, jawoll. Und hier bauen wir, genau, die Berge, ein Missionare. Das sind, ach so, das sind ja nur Missionare. Keine heiligen Persönlichkeiten. Naja, wir haben auch die Missionare irgendwie. Hoffentlich sinnvoll einsetzen. Die Missionare waren es ja auch, die damals schon das Ganze erkundet haben. Dann kriegen wieder gefallen. Dann können wir mal eine Karawane kaufen. Oder erbauen. Stadtmauer von Babylon. Schön aus. Was eins, sehr schön. Sind wir sehr, sehr detailverliebt gemacht. Das dauert immer länger. Der Bautrupp wird automatisiert. Auch wenn er nichts tut, tut er das wenigstens automatisch. Nächste Runde. Bildungswesen ist gleich fertig. Dann kann man die Universität von Oxford bauen. Die ist echt super. Eben auch, weil sie wieder eine Freitechnologie enthält. Wo wir unseren Technologievorsprung entsprechend ausbauen können. Und den Bukadnezar hat er auch gut gebaut. Sehr, sehr schön sieht's aus. Und der hat Elefanten. 1, 2, 3, 4. Wow. 4 mal Elefanten. Er kann ja quasi mit den Elefanten handeln. Kann er ja Cäsar-Party über die Alpen schicken. Wolke.
Politik einführen. Was machen wir denn als nächstes? Oh je. Wirtschaft oder Erkundung? Bau des Louvre. Erkundung, ne? Klingt gut. Dann Erkundung. So eine Küstenstätten. Das ist traumhaft. Wir haben nur eine Küstenstadt. Nächste Runde. Ah, ich muss mal gucken, ob ich die großen Händler vielleicht mit Glauben kaufen kann. Das tun wir doch gleich. Da gibt es ja doch ein paar Stadtstaaten, ne? Die gerne. Du wieder zu Korea. Und guck mal, Kauf. Missionar, Inquisitor, Goretzport, Spiegel, Pikinier, eine große Galerse. Hast du da mal eine Galerse, die sie ersetzt? Okay, ja, die können auch nur im Dingens aufhalten, in küstennahen Gewässern. Und das bringt uns ja nichts. Natur wurde entdeckt, heißt das. Brown Mesa. Okay. Halt Grand Mesa. Keine Ahnung, wo das ist oder was das ist. Aber das wird schon sein. So. Oh, wir haben 5 Fortbewegung. Kann das mit dem Leuchtturm zusammenhängen? Ich glaube schon. Aber noch ist nicht alles erreicht. Bildung ist die beste Vorsorge für das Alter. Oh, gut. Kann man jetzt geteilter Meinung sein. Ich bin alt und weiß viel. Oder ich bin alt und weiß nichts. Wenn man viel weiß und dann an Alzheimer erkrankt, ist das auch nicht so schön. Im Gegenteil, auch wenn man wenig weiß und dann an Alzheimer erkrankt, ist das nicht schön. Oh, Notre Dame schon gebaut. Notre Dame, die alte Dame. Almaty, die sind militärisch, wie immer. Almaty. Eine blöde Befehle und noch einmal und noch einmal. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste die Welt hier zu Ende sein. So, dass wir dann einmal rum sind und dann mal nach diesen Naturerbestätten gucken können. Wo ist denn eigentlich mein aufgewerteter Späher, weil der ist ja dafür prädestiniert. Die Grenze beendet. Oh, hier ist noch jemand. Wer ist da? Alles klar. Hallo Portugal. Haben wir Portugal entdeckt. Das ist sie uns. Noch keiner. Bukarest, Portugal, Kiew, Portugal. Das ist schön. Gucken wir doch mal. Die sind aber. Oh nee, 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 wer ist denn das hier eigentlich? Der müsste ja dann auch noch irgendwo hier. Ja, müsste auch irgendwo hier auf diesem Kontinent noch sein. Der die ein bisschen, wie soll ich sagen, unterdrückt. Wo ist denn jetzt mein Speer? Was der ist? Mal gucken, wie ich das aktualisiere. Können wir die auch aktualisieren? Ich bin hier, natürlich. Jetzt, komm mal. Ich aktualisiere mal auf und du musst mehrere nachher aktualisiert. Bin ich mal gespannt. Ja, man sieht sehr schön auf der Karte, dass es hier unten leider keinen Durchgang gibt. Jawohl. Passt. Dann hier oben rum.
Und es dauert natürlich ewig von da, hinten rum, da oben durch, bis hier hin. Juhu! Ubudur! Und tritt. Vorderfall! Große Missionar. Taoistisch. Oh komm, geh mal nach Wittenberg. Das wird mich jetzt interessieren, wie du herkommst. Wir wählen in Venedig eine Karawane los. Noch ein bisschen nah. Wie ist hier hin? In Singapur. Und noch ein bisschen nah. Nach Singapur. Der andere geht nach Lhasa. Noch einer. Wie haben wir denn? Ich dachte nur drei. Unser Armbrustschütze. Das ist echt, ach, das ist so tragisch, da. Ich bin der Kunde hier durch. Was haben wir hier? Hallo! Hallo, liebe Zulus. So, dann kennen wir jetzt alle. Nein, noch nicht alle. Ah. Schaka. Zulus, ne? Sind noch nicht so pralle drauf. Ein unbekannter Spieler ist immer noch da. 1, 2, 4. Müssen ja auch 1, 2, 4 sein. Drei haben wir da gerade erkannt. Entdeckt. Nebukadnezar, Maria, der Superman hier, Shakaros glaube ich. Einer ist noch. Ein großer Problem. Oh, Fortify. Mal weiter hier. Ach, das hält's dann komplett aus. Oh nö. Ist mir ganz schön. Völlig inakzeptabel. Warte mal, da können wir ja nur durchfliegen. Religion verbreitern. Religion verbreitern, das ist gut. Jo. Ne? Kommst du hier durch? Ja, bis dahin. Gucken wir mal, ob Indonesien dich noch ein bisschen bekehren können. Oder überzeugen von unserer Religion. Missionar. Das ging ja schnell. Ja, guck mal hier, dass das auch geht. Im Wasser. Nächste Runde. Die sind alle unterwegs. Ireis considerar esta oferta? Sie. Gut. Dann kriegst du von mir Wein. Und ich darf da im Gelände passieren, das ist ja auch toll. Porto. Das ist gut gemacht, muss man schon sagen. So. Liebe Freunde, bei mir ist es jetzt kurz vor 12, wenn wir diese Folge noch zu Ende machen. Also noch 2, 3, 4 Minuten. Und dann habe erstmal ein Häuschen. Davon werdet ihr natürlich nichts mehr erkennen. Wir handeln mit Beijing. Ein Traum. Wir handeln so viel, wir handeln so viel und sind so gut. Ah, Küsil. Küsil. Alles klar, kontrolliert und Wale. Super. Braga. Produktion Berlin, Venedig. Oh, das ging aber schnell. Na? Wie ich gesagt habe, da ist dann das Ende der bekannten Welt. Wir bauen eine Karawane. Nächste Runde. Und bewegen sich alle aufs Schiff. Passt ein bisschen Siedler-Style. Ah, Siedler.
Siedler 1, 2, wow, fand ich sehr gut. Siedler 3, dann nicht so gut, weil der militärische Teil mit reinkam. Der Wuselfaktor war plötzlich weg. Zumindest für mich. Ah, wer ist das? Приветствую тебя, незнакомец. Если твой ум и такт сравнимы с твоей привлекательностью, мы замечательно поладим. Здравствуйте, Катарина. Guten Tag. Tja, hier ist Kissel, dann gucken wir hier runter, wenn ich das so richtig einschätze. Ja, das Labo. Sonne. So, dann sind jetzt alle bekannt. Alle Mitstreiter. Machen wir weiter, Elfenbeinerzelle noch. Dann sind, wie gesagt, alle bekannt. Und Katharina ist uns dicht auf den Fersen. Und wir sind weit von. Aber wir schauen, ob wir dieses goldene Zeitalter nutzen können, um unseren Vorsprung auszubauen. Mehr davon aber beim nächsten Mal. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Thomas.